Tut auf einmal so wieder so, als wäre er seriös mit. Der lacht ja schon. Und dann. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei TV.Simulation. Heute im Land der 302. Sag mal, was ist das denn für ein Quatsch? Das geht nochmal neu. Erhörend? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 Multiplayer zusammen mit Luki und Daniel. Hier bei der Bildungssituation, servus. Guten Tag. Wie gut, dass die ersten 30 Sekunden schon rum sind. Wir hoffen mal, ihr hattet gestern einen schönen heiligen Abend. Vielleicht gab es ja gestern was um 13 Uhr, was ihr euch vielleicht mal ansehen solltet auf YouTube, man weiß es nicht. Das war vielleicht die dümmste Idee, die ich hier in meinem Leben hatte. Also wie gesagt, falls ihr es nicht gesehen habt, schaut mal auf unserem YouTube-Kanal, da kam gestern was Schönes um 13 Uhr online. Und, scheiße, Schneidwerks waren verloren und in unser Hof vorbeigerauscht. Hä? Wo steht denn der? Nee, da ist der. Wie kann man Schneidwerkswagen verlieren? Und ich wünsche, ja, indem man ihn abkoppelt. Und ich wünsche euch einen schönen ersten Weihnachtstag. Ja, auch von mir einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag und morgen einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Tut mir leid, ich habe noch so einen Kratzen im Hals vom Lachen. Auch von meiner Seite. Puh. Schöne Weihnachten noch. Jetzt muss ich ja echt los, gell? Da muss ich öfters, wenn ich dein Gesicht sehe. Zum Glück siehst du es ja nicht so oft, gell? Der war gut. Soll ich Kamera machen? Nee, bitte nicht. Lass mich raten, du willst nicht schon wieder einen neuen Bildschirm kaufen. Was? Ich möchte mir noch einen Bildschirm kaufen. Nee, du willst nicht schon wieder einen neuen Bildschirm kaufen. So. Aber ja, ihr seht richtig. In der letzten Folge haben wir das Flügen beendet. Wir sind uns jetzt in der Kalksaison. Ja. Ich habe uns mal ein bisschen Sprit gekauft, wa? Was hast du gekauft? Ein bisschen Sprit in die Hoftankstelle geschmissen. Ja, du kannst auch ein bisschen Saatgut und ein bisschen Dünger an Hof hinkaufen. In unsere Silos. Ja, das kann ich später mal machen. Was denn überhaupt? Boah, das ist schon mit dem Drescher knapp in die Halle dazu kommen mit der Werkstatt. Easy peasy! Lemon squeezy! Wo war der Schneidwerkswagen mit diesem kleinen Mini-Doppelbereifung? Ich weiß es nicht mal. Ist gar kein Problem. Also wenn du mit dem kleinen Drescher nicht umgehen kannst, gell, dann können wir nichts Größeres kaufen. Ich kann mit großen Sachen umgehen, mit großen Dreschern. Autsch. Ich glaube, das war laut. Einfach mit dem Headset aber richtig geil gegen das Mikro. Es ging, weil ich dich leiser gestellt habe. Oh nee, es läuft gerade ein Lied bei mir über Spotify, was ganz kritisch ist. Leute, haltet euch die Ohren zu, sonst fangen die an zu bluten. Ich rede aus Erfahrung. Und ich kann mir irgendwie vorstellen, dass es nur 2 Liter sind. Also es können eigentlich nur 2 Liter sein. Welches? Wie Liter ist es? Ich schwanke noch. Oder? Dings King Kong. Scheiße. Und? Ich schwanke noch. Ich wusste es! Ich überleg mit den Selfen aufzuhören. Aber ich schwanke noch. Was ist das denn? Jetzt mal ganz ehrlich, komm mal ganz kurz an den Hof bitte, zum Drescher. Und erklär mal bitte die Situation. Ich soll dir die Situation erklären. Wie wär's denn, wenn du mal aussteigst, du Affe? Ja. Ich bin schon. Ich lauf schon rüber. So, ja. Und jetzt hat? Warte, ich lenk mal kurz den Arm. Ja. Darfst du halt nicht lenken, muss halt rückwärts rausfahren. Ja, aber es ist schon spannend, weil vorwärts geht er tatsächlich gar nichts. Ich würde halt sagen, dass der Drescher vielleicht in so eine Halle hier reinkommt. Nee, kannst du aber easy, die kannst du aber schön rückwärts schieben. Du kannst auch gerne in die Halle hier hinten fahren und dann hier hinten in den offenen Paddock rein. Das ist mir doch Schnuppe. Warum sag ich eigentlich Paddock? Ach, egal. Hast du gesagt? Gar nichts.
Gar nichts. Da kann mich schon keiner glauben. Der Scheinwerfer steht schon mal halb in der Halle. Ich hab gar nichts gesagt, gar nichts. Die kannst du ja so geil rückwärts fahren. Ja, ist ja kein Drehschimmel am Drescher. Ja, aber trotzdem, nein, aber trotzdem, der geht trotzdem allgemein erstaunlich gut. Das ist gut. Ja. Ja, ihr seht richtig, in der Zeit, wo ich eineinhalb Felge gedüngt habe, gekalkt habe, hat Lucky es geschafft, den Schneidschlagstein in die Halle zu fahren. Hey, du stellst das so einfach vor. Ja, rückwärts kann rein und gar nicht. Erst war ich der Meinung, dass vor zwei Tagen schon Weihnachten vorbei war. Vorbei war, vorbei war, dies, das, anderen. Solange wir vorhin dann aufnehmen, ist ja alles nicht schlimm. Nur bei sowas, da kommt man teilweise echt schneller durcheinander, als man gucken kann, wa? Ja, ich frage mich, wo du angefangen hast, darüber zu reden. Ich so, was willst denn du jetzt eigentlich? Ich habe noch so die Folge angeschaut, so, es ist doch erst Donnerstag. Was will er denn? Boah, schau mal, wie geländefähig der Mähdrescher ist. Dem wird nämlich gerade alles abverlangt. Ja, der hat ja Ketten drauf. Ja, aber der geht gerade richtig weit ab. Dann ist gut. Boah, geht aber gut. Hab ich doch mal erwartet. Ich hab gesagt, dreimal was umgeschmissen. Boah, die kannst du richtig schön hintereinander. Ich sag mal so, ein Fendrescher würde besser gehen, aber... Oh, hast du recht. Ich geh Weizen mal verkaufen, wa? Mach das. Mach die Moneten! Ups. Warum war es klar? Oh! Ich hab bei Steven eine Taste umbelegt. Weil ich dachte, ja, F1 brauche ich nicht. Ich gehe ins Spiel rein, F1 ist natürlich mit die wichtigste Taste, die ich brauche. Doch, wach. Oh, wow. Ich war irgendwie auf ETS, dass F1 pausieren ist. Aber andere Frage, wer von euch kennt alle das Lied Ich schwanke noch? Von Icke Hüftgold, mal sehr zu empfehlen. Ist ein wirklich gutes Lied und wer da... Und dann sollte den nächsten in der Polizeikontrolle im Auto hören. Empfehlenswert. Aber was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist tatsächlich, was habt ihr denn Schönes alle zu Weihnachten so bekommen? Das ist eine gute Frage. Wir müssen euch sagen, das kommt vielleicht ein bisschen komisch, aber wir werden, schätze ich mal, nächste Woche, ja, Dienstag wahrscheinlich darüber sprechen. Lucky, ich will nichts sagen, aber ich kann dir drei Sachen sagen, die ich zu Weihnachten bekommen habe. Was denn? Einmal eine Packung Schrumpfschläuche. Ja. Wow. Ein neues Paar Schuhe. Stahlkappen. Ja. Ja, Knieschoner. Für die Straußhosen. Wow. Ja, weil du dir alles drei selbst bestellt und gekauft hast. Natürlich. Na, ich muss dazu sagen, nee, wir werden nicht Dienstag drüber sprechen, wir werden nächste Woche Dienstag erst drüber sprechen. Und ja, die Schrumpfschläuche sind schon da. Und nächste Woche Dienstag werden wir dann auch darüber sprechen, was ihr so geschenkt bekommen habt, was ihr uns hier in die Kommentare geschrieben habt. Dass du sowas ankündigst, ist immer schlecht, wenn keine Kommentare geschrieben werden. Wow. Da ist ein Stoppschild, bleib stehen! Ich hab Vorfahrt. Wer denn? Der KI-Verkehr. Oh, perfekt. Wer bremst, verliert. Ja, hab ich mir auch gedacht, da liegen wir im Gewicht. Was ihr alles so schön. Ich muss sagen, der KI-Verkehr ist echt gut geworden. Ja, der ist mal angenehm schnell geworden, Alter. Nicht, dass du die ganze Zeit nicht mehr anfangen musst, um zu holen. Und er hält auch mal ein bisschen weiter entfernt und nicht 10 cm davor. Aber nur manchmal. Na, eigentlich schon, wenn man einfach. Entweder hält er weit entfernt oder er fährt dich zusammen. Also wie in echt, entweder hält man weit weg oder man fährt die Leute einfach um. Genau. Weil es gibt entweder Abstand oder Kontakt. Dazwischen gibt's nichts. Wo heute gehe auf dem Schülerparkplatz beim Einparken, habe ich so einen Lachkrampf bekommen, weil ich hab hinten umgedreht, weil ich halt woanders parken wollte. Da ist halt einer mit so einem kleinen Scheißkampf, was war's, ein Mini oder so. Ist halt da reingefahren rückwärts und hat halt gesagt, so, ja, hier ist das Verrichter. Ich somit absolut keinen Platz mehr zum Umdrehen gehabt. 5000 Züge gebraucht. Da ist er ausgestiegen, hat er sich neben sein Auto gestellt und hat geschaut, dass ich ja nicht gegen sein Auto fahre, gell? Das heißt, ich so auf einen Millimeter an sein Auto rangefahren. Dann wieder rückwärts gefahren und wieder an sein Auto rangefahren und wieder rückwärts gefahren. Und nach jedem Mal, wo ich Dings bin, ist er hingegangen und hat mit der Taschenlampe auf seinen Lack geleuchtet. Ob da ein Kratzer drin ist. Wow. Ich muss das so aufpassen, dass ich nicht vor Lachen in sein Auto reinrausche. Weil das war das größere Risiko. Hat er es gefilmt auch? Nee, das nicht. Oder vielleicht hat er es gefilmt und es war die Kameralampe, was weiß ich.
jeden Fall weiß ich halt, dass er nach jedem Mal, wo ich einen Millimeter dahin gefahren bin, hat er zum Auto an die Front hingelaufen, links. Dann bin ich wieder hingefahren, dann ist er wieder weggelaufen, weil er Angst hat, dass ich einen Zampf fahre. Dann bin ich wieder ziemlich nah hingefahren, dann ist er wieder weggedingst, anstatt dass er einfach 2 Sekunden gewartet hat, dass ich vernünftig umdrehen kann, weißt du, dann einen parkt. Nee. Also, falls du dieses Video aus irgendeinem Grund sehen solltest, Grüße gehen raus. Habe ich nicht gesagt. Das ist ja wohl einfach so, Philipp. Ich wollte gerade sagen, welche Folge ist das? Philipp muss das piepen. Nee, der Dennis. Wird er schon hinbekommen. Finde ich mal gut. Ja. Grüße gehen raus an Katharina, wenn du das siehst. Wach. Katharina, dein Einsatz. Das nennt man, wenn wir nicht Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Das ist genauso, wie wenn ich zu Daniel sagte, soll ich deine Planung. Auch genannt ABM. Und gerade sagen ABM. Das ist genauso nicht wie wenn der BMA ist das, was danach. Das ist genauso, wie wenn du die Werkstatt komplett aufgeräumt hast und dann ein Geselle hinkommt, den Mülleimer nimmt und alles einfach die Sägespäne wieder in der kompletten Werkstatt verteilt. Boah, wie gesagt, Sägespäne hatte ich heute auch Spaß mit. Boah, es gibt gefühlt kaum, aber Styropor ist auch richtig geil zum Fegen. Aber ja, Styropor ist schlimm, weil das fliegt halt einfach so. Ja, das bewegt sich einfach alleine. Ja, aber Sägespäne ist wirklich immer so richtig geil, weil... Ja, Sägespäne gehen bei uns sogar, weil die meistens dann mit Öl gebunden sind. Das heißt, die sind richtig schwer zu fegen. Weil die Folge ist auch so mit Öl, aber... Ja, da bin ich halt auch zum Meister hingegangen, hab gesagt, hier, das und das. Dann ist er rausgegangen. Glückwunsch zu deiner Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zum Gesellen. Muss der Erste noch wieder sauer machen? Ja, war ein schönes Praktikum. Es war ein Praktikum. Das war vor 4 Jahren. Ach so. Da hat er halt zum Lehrling und zu mir gesagt, so, jetzt halt, weil hier keine Arbeit da ist, kannst du die Werkstatt nochmal aufräumen. Und dann sind wir halt. Was halt ein Sammelspiel. Loki? Oh. Nicht, alles bestens. Loki, du weißt, du sollst uns auf den Weg machen. Nö, auf den Weg hätte ich nicht gedacht. Ich habe mir gedacht, einen sammle ich mal ein. Ich habe direkt das erste genommen, damit wir das besser auseinander halten, dann bin ich der Videoreihenfolge, habe ich daher das erste genommen. Ja, wie gesagt, ich weiß alle, die ich gesammelt habe. So grob. Wovon redet ihr? Na, es gibt auf der Karte 20 Sammelstücke. Jedes davon bringt 50.000 Euro. Das sind so. Und wenn du alle eingesammelt hast, bekommst du... Nichts. Also kriegst du pro Stück 50.000. Also. 1 Million insgesamt. Oder eins davon habe ich gerade eingesammelt. Okay. Interessant. Habe ich bis jetzt noch nicht gewusst. Gibt's auch bei unserem Teamserver. Nee, gibt's nicht mehr. Also einen gibt's noch. Ja. Einen gibt's noch. Aber keiner weiß, wo er ist, weil ich nicht weiß, welchen ich übrig gelassen habe. Ja. Tendiere, ich äußere euch nochmal, ich habe nur einen weggelassen. Luki sammelt einen ein, es fehlt immer noch einer. Ich habe 2 sogar, glaube ich, sogar zu schlecht. Schade, fehlt immer noch einer. Falls ihr wissen wollt, hier liegt auch einer. Wo? Wie in der Aufnahme haben wir es gesehen. Okay, kannst du vielleicht ein bisschen weiter wegfahren? Ich kann erstmal kurz eine Runde abspritzen. Dann kannst du. Bei mir ist ja gar nichts dreckig, egal. Er will einfach mit einem großen Schlauch umspielen. Das fühlt er sich wieder unterbemannt. Unterbemannt, das ist auch so ein deutsches Wort, Alter, was ich da Ich habe ja heute Morgen wieder eine Arbeit geschrieben, ne? Ein Sechser. Hast du, hast du Deutsch rausbekommen? Habe ich die Wette gewonnen oder verloren? Du musst ja 20 Euro zahlen. Flo! Ich bin schwer enttäuscht von dir. Luki, ich bring dir den Kasten mit. Oder wie gesagt, habe ich heute Arbeit geschrieben, dachte erst, das wäre so oder so nichts, aber ich muss an der Technik fahren, war es natürlich. Jetzt kommt der nächste an. Was ist denn los hier? Alles und schöner Stellplatz für den Anhänger. Ich muss da rein, jetzt fahr doch rückwärts. Welches rückwärts? Ja, dein rückwärts. So, der Anhänger steht hier. So. Ah, hier kann ich den Traktor noch abstellen. So. Boah, jetzt lass mich doch in die Halle rein, fahr Mensch. Ist ja schlimm hier. Nirgendwo ist Platz auf dem Hof. Nirgendwo. Da habe ich heute die Arbeit geschrieben, habe wirklich ungelogen für die Arbeit 5 Minuten gebraucht, ne? 3 Seiten.
Noch? Ich will nicht sagen, Luki, aber du weißt schon, dass das ein 6 ist, wenn du nur so kurz brauchst. Will ich gar nicht behaupten. Jetzt kommt der Nächste daher. Lass mich doch mal da rein jetzt. Erst rein, da raus. Oder wie war das? Egal. Es gibt doch noch einen anderen Ausgang. Macht der sehr schön. Ja, auch. Er lässt mich nicht mehr los. Er lässt mich nicht mehr... Sag mal... Das ist der Paarungsakt zwischen einem Fett und einem McCormick. Was kommt raus? Ein Case. So, tschüss. Toll! Wir fangen ja mal gar nicht auf. Tschüss! Er will sich nicht verarschen? Fand ich gut, das funktioniert. Ja, vor allem, du hängst einfach komplett in der Luft, Alter. Perfekt. Jetzt kann ich fahren. Tschüss. Alles ganz gut, einfach mit dem Scheiß angehalten worden. Ich hatte gerade Glück, dass ich im Kuhstall stand, Alter. Haben wir schon einen Ladewagen? Nee, oder? Nö. Nee, das wollte ich also machen, deswegen. Weil dann würde ich den schon mal holen. Du kannst gerne einen hier zum Hof bringen, dann schnapp ich mir den von mir Verdammt. Aus hier. Was denn? Nix. Wir haben den alle gar nicht um. Ich habe einfach deutlich tausendmal schönere Bereifung als du. Ja, dem kannst du nichts aussetzen. Ich habe schöne Mietersreifen drauf. Ich habe schöne Trecker-King. Docking. Obwohl ich dir jetzt noch mal erzähle. Ich sehe dich da nochmal in Feld zu hören. Nur danach. Nee. Und auf jeden Fall, wie gesagt, habe ich, wie gesagt, 5 Minuten für die Arbeit gebraucht. Da sagte mir dann mein Lehrer, Lukas, nimm mal deinen Hocker und komm nach vorne. Hab wieder vorne ans Pult gesetzt von der anderen Seite. Aber ich bin ihm erst noch 2 Sägen aufgebaut oder ausgetestet. Mitten während der Arbeit, alle schreiben mich also mit der Säge, mit der neuen Säge. Ich hätte dich ja umgebracht als Schüler. Ich fand's lustig. Du warst ja fertig. Jo. Bei uns wurde heute eine Deutschschulaufgabe angekündigt. In der Deutschstunde, Alter, das war heute meine erste Deutschstunde in der Schule. Wisst ihr also, wie viel von dem Zeug ich habe? Gefühlt er irgendwas am Reden, ich die ganze Zeit Arm oben, weil ich wusste einfach alles. Weil irgendwas komisches in Deutsch, was weiß ich, Rechtschreibung war es nicht so, wusste ich das. Irgendwelche Vorlieben beim was? Ladewagen? Habt ihr beim Ladewagen irgendwelche Vorlieben? Ich dachte, ich hatte schon andere Vorlieben. Ich kaufe einen. Wie bitte? Ich kaufe einen. Was? Ansonsten hätte ich den Pöttinger genommen. Ich habe einen geholt. Moment, ich wollte gerade einkaufen. Den gleich? Okay. Der ist nur gemietet. Hä, ich wollte gerade einkaufen? Nur, nein, um diese Reaktion von Daniel gerade zu haben. Und wer hat 300 PS, um den vernünftig zu bedienen? Welchen hast du denn genommen? Schau mal, oder was? Den Bergmann. Ich hole den Strahl, den Pöttinger davor. Der ist zwar auch ein bisschen kritisch, aber das wird schon. Den Pöttinger davor? Sag mal. Nee, nimm mal wenn den Strautmann. Nein. Den Pötting, also ich will nichts sagen, aber 250 PS, Alter, was ist los bei dir? Das ja. Geht schon. Oder hat da irgendjemand einen zu Wende gehen? Nö. Ich drehe halt meinen Bulldog-Büssel auf. Aber mit Zyliermitteltank, okay. Bitte. Ja, deswegen habe ich den ja gekauft. Ich hatte den Pöttinger genommen, den dritten. Den hintersten, oder? Nee, nee. Ach so, ja, ja, ich weiß nicht. Gibt's doch so viele? Ich hol den ab, bin auf dem Weg. Der steht, Daniel steht schon dort. Bin doch schon da. Wo ist unser ganzes Geld auf einmal wieder hin? Ja, das frage ich mich auch. Steht am Shop. Aber meine lieben Folge, meine lieben Freunde der Freunde, Diese Folge, aufgrund, dass Luki mich bestiegen hat, ein bisschen länger. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ab da geht's wieder weiter mit Flügen. Bis dahin. Servus. Servus. Tschüss.